So, Hallöchen zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Das neue DreamWorks Dragons Magazin ist raus. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, was, ein neues Dragons Magazin? Aber dieses Gimmick war doch schon mal dabei, richtig. Und dieser Hicks war auch schon auf dem Cover, ja, richtig. Zumindest fühlt es sich so an, als ob Hicks hier schon 20 Mal so auf dem Cover war. Ich kann es euch gar nicht sagen. Und ja, auch diese, wie nennt es? Armbrust mit drei Pfeilen war natürlich schon in diesem Magazin drin. Also ist nichts Neues, war schon drin. Natürlich wunderbar für die Leute, die das Magazin mit diesem Gimmick noch nicht hatten. Die haben hier die Chance, das hier noch zu kriegen. Aber eine rote Armbrust hat halt überhaupt gar nichts mit DreamWorks Dragons zu tun. Wie auch immer. Und es ist auch wieder eine Waffe, ne? Ja, wie auch immer. Wir werden es uns aber später kurz anschauen. Zum Magazin. Diese Ausgabe hat wie immer 36 Seiten, inklusive Umschlag und Poster, selbstverständlich, denn das Poster wird mit den Seiten addiert. Und von diesen 36 Seiten könnt ihr 8,5 Seiten Werbung inklusive Abo, Meinung und Vorschau abziehen. Ne? Das einfach ganz kurz dazu. So, dieses Mal haben wir hier anscheinend wieder ein neues Comic drin, denn es steht hier exklusiver Comic, dann ist es meistens immer neu. Wir haben hier die Nummer 62, kostet in Deutschland 3,99 €. Ja, und neben dem Comic haben wir natürlich wieder Lexikon der Drachen drin, Rätsel, Poster und so weiter und so fort. Ja, lasst uns mal aufblättern. Hier übrigens haben wir eine Eldrador Creatures Werbung. Cool finde ich, dass hier die Namen der kleinen gemeinen Racker mit dabei stehen, ne, falls das dem einen oder anderen noch fehlt. Ihr wisst aber, ich habe massenhaft Videos dazu gemacht, wo ich euch alles zu Eldrador Creatures, zu den Mini-Creatures sage. Übrigens Serie 1, ne? Nächstes Jahr kommt Serie 2. Ich bin sehr gespannt. Ja, rechts geht's schon wieder sehr gut los. Wir sehen hier Valka, ne? Aus dem zweiten Dragon-Style. Ich bin mal gespannt, ob wir hier irgendwas von der geheimen Welt sehen, denn sie haben sich ja extra ein neues Cover zusammengebastelt. Ein bisschen passender zum dritten Teil, aber wir finden hier eigentlich immer nur Geschichten vom zweiten Dragons-Film oder den TV-Staffeln, ne? Von der geheimen Welt findet man nicht wirklich viel. Hier geht's wieder los. Hallo, junger Wikinger, was ist nur mit Fleischklops los? Die Arme scheint richtig krank zu sein. Im Comic suchen die Drachenreiter ein Heilmittel für sie und geraten dabei in ein heftiges Abenteuer. Freu dich außerdem über viele tolle Rätsel und Spiele, erfahre alles über die Phantomklasse von Kotz und Würg und teste dein Drachenwissen. Viel Spaß! Ja, ich hatte sehr viel Spaß mit dem Comic. Ich habe es ausnahmsweise mal gelesen, möchte euch aber nicht spoilern. Ich kann euch nur sagen, dass sich unsere Helden, unsere 6 Drachenreiter von drei Drachenjägern vertreiben lassen. Ja, es sind die absoluten Loser. Ja, und sie haben ja eigentlich ein Drachenwissen, wie es kein anderes Volk oder kein anderer Wikinger-Clan hat, denn sie haben das Buch der Drachen. Sie haben das Drachenauge, sie haben alles. Und sie wissen immer noch nicht, was mit ihren Drachen los ist, wenn er kränkelt. Das finde ich eigentlich als Aussage in einem Comic extremst jämmerlich. Ne? Ohne zu spoilern, aber das ist halt ganz einfach meine Meinung. Es ist jämmerlich. Ne? So, hier kleiner Blick auf das Comic. Hier die Stars im Comic, wobei hier noch ein Schneegeist fehlt. Und ein flüsternder Tod, der hier auch noch mitmacht, ne? Dann hier ein kurzer Blick auf das neue exklusive Comic. Ist nett, aber einfach gezeichnet, ne? Und bei diesem Bild fällt euch vielleicht auch schon ein bisschen was auf. Hm? Seht ihr da was, was die gute Fleischklops hier gerade frisst? Naja, wie auch immer, ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen. So, das einfach dazu. Dann gehen wir weiter zur Seite 16 und natürlich auch gleich zum Poster. Hier kommen wir zu unserer coolen Armbrust, die wir natürlich anschließend gleich probieren. Hier ist kurz eine Anleitung drin, wie ihr die zusammenbauen könnt. Ist total easy, wir werden es gleich machen. Und hier habt ihr auch noch ein paar Spielideen, das finde ich gut. Ich meine, es ist ja eine schicke Armbrust mit diesem Holzmuster drauf, ne? Aber eine rote Armbrust
was hat es mit Dragons zu tun? Ne? So, dann haben wir hier das Poster, ihr seht hier den Skrill und Hicks auf ohne Zahn in der Rüstung, welche auch bei ihm aus Drachenschuppen besteht. Und ihr wisst auch garantiert alle von welchem Drachen. Ne? So, also das ist dieses Poster mit Skrill, Hicks und ohne Zahn. So, und jetzt kommt halt der absolute Kracher. Dieses Poster mit unseren Helden, was fällt jedem, der sich auch nur ansatzweise mit DreamWorks Dragons auskennt, auf? Was fällt hier jedem auf? Richtig, Astrid fehlt. Ne? Jedem fällt das auf, nur den Machern anscheinend nicht. Wir haben hier keine vollständige Truppe. Ist Astrid krank? Ist sie verreist? Oder gehört sie gar nicht mehr zu den Drachenreitern dazu? Was ist hier los? Ne? Und drumherum haben sie entsprechend zeichnerisch die Drachen drapiert, welche zu den jeweiligen Charakteren gehören. Ne? Raphnus, Taphnus, wir haben hier Kutz und Wirk. Hicks, wir haben hier ohne Zahn. Dann haben wir Rotzbacke, Hakenzahn, Fischbein und Fleischklops. Keine Astrid mit dabei. Ne? Das ist der absolute Oberhammer. Der Verlag, der DreamWorks Dragons seit Jahren herausbringt, wirklich, seit Jahren, hat hier einfach mal Astrid vergessen. Das ist der absolute Oberknaller. Ne? Wir haben hier nur eine Dame mit dabei. Ich bin überzeugt, dass die Leute nicht mal wissen, dass es sich bei Raff und Taff um Geschwisterpärchen handelt. Sie ist ein Mädchen, er ist ein Junge. Bin ich davon überzeugt. Ne? Blue Ocean, viele liebe Grüße, nichts für ungut, aber das ist schon echt, ja, extrem krass, wenn man mal so mit einem der beliebtesten Charaktere von den Drachenreitern, ja, schlichtweg vergisst, weglässt. Oder sieht's halt optisch besser aus, weil es fünf sind und Hicks in der Mitte steht. Das ist der Knaller. Also das ist wirklich der Knaller. Das zeigt mir eigentlich, wo das Magazin momentan steht. Ja, nur meine Meinung. So, dann gehen wir weiter hier zur Pfeilklasse. Einfach mal einen Blick mitten rein in den dritten Teil unseres Lexikons der Drachen. Sie haben hier bei der Phantomklasse gerade mal drei Drachen abgebildet, beziehungsweise, nö, ich glaube auf der Rückseite, ja, ist auch noch ein Förder mit drauf. Ja, wir haben natürlich den wahnsinnigen Zipper, Kotz und Wirk, dann haben wir hier den leuchtenden Flug, Wechselflügler. Schön finde ich, dass ihr hier immer einen Vergleich habt von den Angriffen, Tempo, Panzerung, Feuerkraft, Schusslimit und natürlich auch Tarnung. Und ihr kriegt hier ein paar interessante Fakten zu den jeweiligen Drachen. Das ist cool, ich weiß, einige trennen sich das aus dem Magazin raus und heften das in einem Ordner ab und kriegen so ihr eigenes Buch der Drachen zusammen. Und damit, weil ich möchte euch nicht das ganze Magazin spoilern, denn ihr sollt ja auch noch Freude am Durchblättern haben, kommen wir zur Vorschau. Auf das nächste Gimmick. Was meint ihr wohl, haben wir das nächste Mal drin? Hm? Haben wir eine Figur drin? Haben wir einen Drachen drin? Oder haben wir eine Waffe drin? Na, was haben wir drin? Richtig, wieder eine Waffe. Wir haben ein cooles Wikinger-Schwert drin. So sieht das Ganze hier aus. Ne? Das hier ist das Titelbild. Erscheint am 18. November das neue Magazin. Auch wieder ein Cover, das wir gefühlt schon wirklich zigmal drauf hatten, mit einem anderen Hintergrund. Ja, und auch mal wieder Rotzbacke auf Hakenzahn. Dann haben wir hier die Chaosklasse mit drin. Wir haben Poster mit drin. Natürlich wieder einen 10-seitigen Comic. So, und dieses Schwert hier, falls euch das bekannt vorkommt, ja, das war auch schon drin. Allerdings nicht mit einem schwarzen Griff, sondern mit einem goldenen Griff. Und das war im Magazin Nummer 32 drin. Ja, also es wiederholt sich einfach immer wieder. Schade. Zugegeben, es ist ein wirklich cooles Schwert. Der Griff ist cool. Für alle, die es verpasst haben, die Chance, das hier noch zu kriegen, ist okay. Sieht auch ein bisschen Wikinger-mäßig aus. Ja, kann man also nichts sagen. Aber es ist halt eine Wiederholung. Ne? So, das einfach zu diesem Magazin. Und jetzt schauen wir uns das Gimmick an, nämlich die Armbrust mit drei Pfeilen. So, und die habe ich hier. Ich pack's auch noch mal aus und ich mach's auch noch mal zusammen, damit ihr es ganz einfach seht. Ist nicht schwierig. Holt einfach die ganzen Einzelteile hier raus. Pfeile nicht vergessen. Übrigens sehr dünn. Die Strohhalme sind übrigens auch hohl. Ne? Und hier vorne ist so ein Klebepropfen drauf, der schon ordentlich verbogen ist. Aber wenn ihr Glück habt, bleibt er noch irgendwo kleben. An einer glatten Stelle. Ne? So, diese Pfeile haben hier eine Länge von
circa 16 cm. Die Armbrust hat hier eine Länge von gut 23 cm und hier der Abzug, wo ihr das Ganze verschießen könnt. So, bei dieser Armbrust müsst ihr ganz einfach dieses Teil hier von unten dran schieben. Ne? Nehmt dabei das Gummi hoch und schiebt es ganz einfach so drauf. So, ne? Dann sitzt es so drin. Ganz einfach, geht ganz einfach drauf. Und das Gummi, der Abzug, den müsst ihr ganz einfach nach hinten ziehen und dann rastet der hier hinten, hier ist schon eine Vertiefung, da rastet das Ganze ein. Ne? Am besten zwei Finger nehmen, so wie ich es hier mache, nach hinten ziehen und zack, rastet das Ganze ein. Mehr ist es nicht, ist total einfach. Und sobald ihr hier unten drauf drückt, dann zack, knallt der Gummizug hier nach vorne. Einfach mit zwei Fingern so nehmen, nach hinten ziehen, unter dieses, wie heißt es, Kimme und Korn. Ne, einfach da drunter, nicht drüber ziehen, das wäre falsch, sondern einfach drunter ziehen und dann rastet es ein, draufdrücken und schwupps, schnallst es nach vorne. Okay? Also nehmen, drunter ziehen und fertig. So, und dann könnt ihr hier einen von den Pfeilen nehmen, schiebt den ganz einfach hier rein, dass es hinten anstößt an dem Gummi, ne, das ist richtig. Kann man so sehen, das Gelb geht ganz bis nach hinten und dann seid ihr auch schon schussbereit. Mehr braucht ihr gar nicht und dann könnt ihr einfach abziehen. Pass auf, ich tue hier einfach kurz drücken und dann zack, flutscht der Pfeil weg. Und er fliegt ganz schön, das ist super. Kann auch nichts passieren, denn die Spitze ist stumpf. Na, wenn er das ein bisschen feucht macht, ein bisschen Spucke, dann könnt ihr hier an irgendeine glatte Fläche schießen. Und wenn ihr Glück habt, bleibt der Pfeil auch irgendwo kleben oder haften. So, ich lege hier gleich nochmal einen Pfeil ein. Ne, ihr wisst ja, wie es geht. Ich mache hier gleich wieder so einen Stöpsel rein. Finde ich übrigens schön. Wir haben hier vorne so eine kleine Führung. Ne, und da steckt das einfach durch die Mitte hier durch. Ne, so durchziehen, hinten reinstecken. Das ist super. Ne? Mit der Führung läuft es doppelt so gut. Und da man ja nicht auf Menschen oder Tiere schießen sollte, ja, macht es bitte nicht. Nehme ich hier einen bösen Dino, der mit dem Schwänzchen wackelt und mit der Klappe wackelt. Und der ist eh schon ausgestorben und gibt schon gar nicht mehr. Ja? Und das Schlimme, er schießt auf uns. Ne? Das geht natürlich gar nicht. Ja? Darum werden wir den hier jetzt gleich abschießen. Das ist ganz doof, was ich hier mache. Nicht machen, ja? Ich wollte ein Päckchen Papiertaschentücher hinstellen, aber da ist dann wieder Werbung drauf. Auch nicht gut, ne? Darum nehme ich das hier jetzt gerade. Jetzt bin ich mal gespannt, ob unsere Armbrust so viel Power hat, dass sie den hier wegfegt. Ja? Also ich weiß, liebe Therapeuten, liebe Pädagogen, die ihr hier zuschaut oder Eltern, ganz schlecht, das ist ganz schlecht, aber er passt vom Rot her wunderbar zu dieser Armbrust. Und ich schieße auch nicht auf ihn, ich schieße auf die Waffe, denn Waffen sind doof. Waffen sind so, ne? Waffen sind scheiße. Darum versuche ich jetzt hier auf seine Bazooka zu schießen oder was auch immer das ist, ne? Nicht auf den Dino. Ich bin mal gespannt, ob das Ding so viel Wucht hat, dass ihn hier von meiner Platte fegt, ne? Also 3, 2, 1 und ein pädagogisch wertvoller Schuss für die Freiheit und zack, wir haben die böse Dino-Waffe besiegt, ne? Nicht den Dino, aber die Dino-Waffe, Jubel, Jubel, Freu, Freu, komm, ich spann hier nochmal, schieb das Ding nochmal rein und ich baller hier nochmal los, also Wahnsinn, das Ding hat schon ordentlichen Pfiff, ne? Hat eine ordentliche Wucht, aber kann nichts passieren, alles okay, ne? So, eine nette Beigabe, mit der man Spaß haben kann, aber es ist halt wieder eine Waffe. Es ist eine rote Armbrust, die überhaupt gar nichts mit Dragons zu tun hat. 0,0. So, einen Pfeil habe ich jetzt noch da. Hier gleich nochmal einlegen und das Ding hier rein und fertig, ne? So sieht das Ganze aus. Und damit kommen wir hier auch wieder zum Ende. Das war das neue DreamWorks Dragons Magazin. Die Nummer 62 für 3,99 Euro in Deutschland jetzt bei eurem Zeitschriftenhändler, Händlerinnen zu haben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Magazin und der roten, nicht zu Dragons gehörenden Armbrust. Und beim nächsten Mal sehen wir uns wieder. Da haben wir dann dieses Wikinger-Schwert mit dabei, ne? Gut. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit eurem Magazin, mit eurer Wikinger-Armbrust.
die ja nicht unbedingt typisch für Wikinger war. Ne? Wie auch immer, ganz viel Spaß bei allem, was ihr als nächstes macht. Ganz viele liebe Grüßchen, winke, winke, bis zum nächsten Mal. Euer Ruppi. Yay! Yeah.